Jesse Lindl. Auf der Regierungsbank, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte gerne noch einmal auf den Rechnungshof zurückkommen, weil uns das ein besonderes Anliegen ist. Und ich möchte mich sehr herzlich bei den Mitarbeitern und bei Ihnen, Frau Präsidentin, bedanken für Ihre wertvolle Arbeit. Leider ist mit dem vorliegenden Budgetansatz eine ausreichende budgetäre Ausstattung nicht gegeben. Und wir haben jetzt schon mehrfach gehört, dass es dringend notwendig wäre, wenigstens den Personalstand zu erhöhen, um weitere Prüfungen durchführen zu können. Angesichts der zusätzlichen Sonderaufgaben aus dem Bereich des Parteiengesetzes, Medientransparenzgesetzes und Bundespräsidentenwahlgesetzes erfolgt ein wirklich erhöhter Aufwand, und es wäre sehr wichtig, das abzudecken. Und es wäre schade, wenn aus Personalmangel die Stellungnahmefrist nicht verkürzt werden könnte von diesen 3 Monaten auf die 6 Wochen und wenn es keine weiteren Follow-up-Prüfungen geben könnte. Die Österreicher vertrauen dem Rechnungshof und wollen, dass dieses Organ gestärkt wird, und dazu zählt auch die finanzielle Ausstattung. Ex-Rechnungshofpräsident Dr. Moser hat 1007 Empfehlungen für die Bundesregierung hinterlassen, vor allem große Strukturreformen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Soziales, Personen und Förderungen. Die Bundesregierung ist gefordert, diese Reformen umzusetzen. Denn ich zitiere Dr. Moser von einem Presseinterview vorige Woche: Ohne schnelle Reformen fährt Österreich bald gegen die Wand. Dankeschön. Sagt Jesse Lindl von der FPÖ.